Grüß Gott und herzlich willkommen bei uns am Hof, beim sogenannten Rodenbauer. Wir bewirtschaften den Betrieb in der 12. Generation. Vor 3 Jahren haben wir unseren Betrieb übernommen von meinen Eltern und haben in dem Zug dann auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Den Stall haben wir 2019 gebaut. Am besten hat uns das Konzept der wundergewundenen Kälberaufzucht gefallen. Und das haben wir jetzt in unseren neuen Stall integriert. Bei uns können sich die Kühe aussuchen, wo sie gerne kalben würden. Zuerst haben wir die kalbenden Kühe immer in die Abkalbebox und haben gemerkt, manche wollten gar nicht rein und manche wollten schon rein. Und jetzt gucken wir einfach, wie das die Kuh gerade braucht. Dann haben sie die Möglichkeit, dass sie im Stall kalben oder auf der Weide. Und wenn sie gekalbt haben, wenn sie zum Beispiel auf der Weide draußen sind, dann lassen wir sie noch so einen halben Tag draußen, bis das Kälble fit genug ist, bis das mitlaufen kann. Und dann das ist so, das ist echt schön, weil die laufen dann einfach mit rein. Ja. Ist kein Stress. Und wenn die da draußen auf der Weide sind, haben sie ja noch ganz viel Zeit miteinander. Dann können wir gut beobachten in der Abkalbebox. Wenn wir sehen, dass das Kälble gut läuft, genau, wenn alles gut läuft, dann bringen wir es in die Mutter-Kind-Gruppe. Mutter-Kind-Gruppe ist an A total super fürs Kälble auch und für die Mutter. Die Mutter freut sich, dass die anderen Mütter da hat. Und fürs Kälble ist auch nochmal ganz besonders, weil es dann die Spielkameraden hat und es ist dann viel aktiver und so, hey cool, da kommt jemand Neues und dann hüpft ihr gleich mit, ich kann das auch und so, und das ist echt cool. Die Kälber und die Mütter sind 4 Wochen konstant zusammen. Vorteil ist, das Kalb kann immer trinken, wann es will. Nächste Phase ist dann Kindergarten, heißt es bei uns, da kommen sie in die Kindergartengruppe. Es ist dann so, die Mütter kommen morgens und abends vor Melken, lassen wir sie rein und das ist auch eine totale easy, lockere Geschichte, weil die Mütter warten dann schon vor dem Türchen, wo es dann in den Kindergarten reingeht. Ich komme in den Stall und dann rufen sie mich schon und ich gehe dann als erstes zu den Müttern hinter und sage, okay, hier, Tür auf, kommt rein und dann kommen die Mamas alle rein und die Kälber freuen sich und dann saugen sie alle. Große Zeitspanne, wo sie einfach dann Zeit haben, mit ihren Kälbern da Zeit zu verbringen. Und dann schicken wir es nochmal durch den Melkstand, dass wir sehen, okay, passt alles im Euter, sind sie leer. Das geht dann bis kurz bevor sie 3 Monate alt sind. Und wir haben ein sehr gutes Gefühl dabei. Wir haben so das Gefühl, dass die Kühe einfach zufrieden sind. Sie sind glücklich, dass sie ihre Kälber haben dürfen. Ja, über den Tierwohlpreis freuen wir uns echt riesig, dass die Jury uns ausgesucht hat. Da ja es viele Bauern gibt, die sich wirklich über das Tierwohl für Gedanken machen, dass wir dann den ersten Preis gekriegt haben, das finden wir schon richtig gut. Danke. Thank you.